Hallo, heute wollen wir eine alte Holztreppe dämmen, die direkt mit dem Keller verbunden ist. Da wir die Heizwärme im Raum behalten wollen und nicht an den Keller abgeben wollen, müssen wir dies tun. Aber keine Sorge, selbst wer eine Betontreppe oder eine Metalltreppe hat, kann das Gleiche machen. Er muss zur Installation lediglich andere Schrauben verwenden. Wer zum Schluss statt einer natürlichen Oberfläche aus Holz eine mineralische bevorzugt, der kann im Abschluss die gesamte Oberfläche mit Trockenbauplatten beschlagen und sie dann verspachteln. Hierzu empfehle ich einen Betonspachtel, welchen man mit einer Glättkelle aufbringt. Danach hat man eine wunderbare Betonoptik. Natürlich erreicht man das Gleiche, wenn man die Oberfläche mit Malerspachtel glättet und zum Beispiel Alpina Betonoptik draufstreicht. In Anbetracht einer möglichen Schimmelbildung durch den feuchten Keller würde ich allerdings auf letzteres verzichten und auf reinen Betonspachtel bestehen, da dieser in der Regel keine giftigen und schimmelnden Zusätze besitzt. Um in die Stufen unserer Treppe eine Dämmung einzubringen, müssen wir sie verkleiden. Und das gelingt am besten, indem wir als erstes rechts und links jeweils eine lange Latte installieren, die möglichst parallel zueinander verlaufen, an denen wir letztendlich unsere Bretter anbringen können. Verwenden tun wir hierfür Massivholzdielen aus Kiefer. Das billigste Material reicht eigentlich vollkommen aus, worauf wir allerdings achten, dass wir die stärksten Hobeldielen kaufen. Mitunter werden sie auch als Rauschbund bezeichnet. Wie glatt und wie gut gehobelt die Oberfläche ist, ist fast zweitrangig, da wir sie an der Decke anbringen. Allerdings sollte man hier keinen Ausschuss kaufen, denn auch im Keller sieht man schlussendlich die Qualität der Arbeit. Diese 27 mm starken Hobeldielen nehmen wir nicht nur aus Stabilitätsgründen, sondern auch aufgrund der Wärmedämmung des Holzes. Diese ist wirklich gut, kommt natürlich nicht an Mineralwolle oder Hanf ran, allerdings ist sie erheblich besser als jegliches Mauerwerk. Insofern ist es wirklich sinnvoll, hier nicht zu sparen, sondern wirklich ein dickes Brett anzuschrauben. Gesägt werden die Dielen mit einer Kapp- und Gehrungssäge auf einen Tisch mit seitlichen Auflagen. Verschraubt werden die Dielen mit langen Dielenschrauben und schmalem Kopf, da sie in einem 45-Grad-Winkel in die Feder eingeschraubt werden. Danach wird mit Stopfhanf nachgestopft. Dieser wird ungefähr in der Stärke angebracht, die wir hier zur Verfügung haben. Die ganze Stufe auszufüllen hätte keinen Sinn, weil hier an der Stelle ja dann eine Kältebrücke entstehen würde und diese Dämmung hier oben sinnlos wäre. Also stopfen wir den Stoffhanf ungefähr 5 bis 10 cm stark rein und dann ist gut. Der Stoffhanf ist zwar etwas teurer als Mineralwolle, dafür aber umweltfreundlich, da er aus Pflanzen gewonnen wird und somit direkt nach der Verwendung kompostierbar ist. Außerdem hat man kein Jucken in der Nase oder ein Stechen in den Fingern. Die Verarbeitung ist wirklich sorgenfrei. Damit wir seitlich der Treppe keine Probleme mit einem Luftzug, einer Kältebrücke, Kondensat und daraus resultierenden Schimmel bekommen, sehen wir zu, dass wir an unserer Verkleidung noch mal ein wenig Putz auftragen. In unserem Fall haben wir hier Lehm, damit das Ganze luftdicht verschlossen ist. Von irgendwelchen Plastifolien halte ich ziemlich wenig. Aber das ist jedem seine eigene Sache. Natürlich kann man hier auch wieder mit Dampfbremsen arbeiten. Ich versuche das jetzt halbwegs vernünftig zu verputzen und im Nachgang die Wand an der Stelle, an der die Bretter enden, auch nochmal aufzuputzen, damit das Ganze ordentlich verschlossen ist. Wer seitlich der Treppe größere Spalten vorfindet, der sollte vor dem Verputzen das Ganze mit Stopfhanf ausstopfen. Dazu empfiehlt sich eine Fugenkelle. Wer sich hier Sorgen macht, der kann natürlich rundum eine Folie einschlagen, das heißt, hier in der Wand müsste sie dann eingeputzt werden und müsste dann nachher rundum laufend hinter dem Holz auf der rechten Seite wieder enden. Weil
Wir verwenden ja hier natürliche Materialien, die sind diffusionsoffen. Das Holz lässt Feuchtigkeit durch. Es reguliert auch ein wenig die Raumfeuchte. Die Hanffaser ist natürlich auch nicht feuchtigkeitsbremsend, das ist ganz klar. Aber sie schimmelt auch nicht. Da muss man sich keine Sorgen machen. Wer einen sehr feuchten Keller hat und hier später Kondensat an der Treppe vorfindet, der sollte das entfernen und vielleicht auch mit Alkohol desinfizieren und den Keller vernünftig lüften, weil Holz fängt an zu schimmeln. Man sieht das hier, wir haben betoniert im Keller, eine Menge Feuchtigkeit kam hoch und das Holz, das frische Holz der Treppenstufe fing an zu schimmeln. In so einem Fall sollte man vielleicht wirklich über eine Folie drüber nachdenken, die vielleicht auch außen anschlagen und dann hier nochmal mit Trockenbau das Ganze beplanken. Und man sieht, bei der Verarbeitung des Stoffhanfes gibt es überhaupt gar keine Probleme. Ich muss nicht niesen. Die Hände sind nicht irgendwie belastet. Für eine solche eingeschossige Treppe sollte man mindestens 10 Kilogramm Stoffhanf einplanen. Das entspricht ungefähr dieser Kiste mit ca. 60 cm Außenbreite. Für den Zuschnitt der ersten und der letzten Diele, welche meistens eine Phase in einen Winkel von ca. 45 Grad benötigt, empfiehlt sich eine anklappbare Handkreissäge. Nach Fertigstellung der Verkleidung unterhalb der Treppe muss man sich um die Seiten kümmern. Wie gesagt, die linke Seite würde ich jetzt einfach verputzen und die rechte Seite mit Tür zum Zimmer würde ich wieder mit Holz verkleiden. Das Ganze würde ich zweistufig aufbauen, außen und innen Holz und in der Mitte Dämmung. Dafür kann man wieder die gleichen Hobeldielen verwenden. Doch dazu mehr in einem anderen Video.